Warum kommt es in unserem Alltag in bestimmten Situationen immer wieder dazu, dass Brillenträgern die Gläser beschlagen? Das ist zum Beispiel beim Kochen der Fall, beim Öffnen der Spülmaschine nach einem Spülgang oder wenn man morgens den ersten Kaffee genießen möchte. Das Prinzip von Verdampfen und Kondensieren begegnet uns im Alltag also immer wieder. Mit einem einfachen Experiment kann man allerdings gut zeigen, was dahinter steckt. Für dieses Experiment benötigen wir einige Dinge: 2 pneumatische Wannen, einen Gefrierbeutel, ein Haushaltsgummiband, Aceton, Wasser, Eis, einen Messzylinder, einen Wasserkocher und 2 Thermometer. In eine der beiden pneumatischen Wannen schütten wir Wasser, das wir zuvor mit dem Wasserkocher erhitzt haben. Nun nehmen wir ein Thermometer, schalten es ein und halten es in die mit Wasser gefüllte Wanne. Wir warten, bis sich die Temperatur nicht mehr ändert und lesen den Wert ab. Die andere pneumatische Wanne füllen wir nun zunächst mit etwas Eis und gießen dann kaltes Wasser darüber. Auch hier nehmen wir ein Thermometer zur Bestimmung der Temperatur des Eiswassers. Im nächsten Schritt messen wir mit Hilfe des Messzylinders 5 ml Aceton ab und schütten die Flüssigkeit in den Gefrierbeutel. Wir nehmen das Haushaltsgummiband und verschließen den Beutel so, dass möglichst wenig Luft in dessen Inneren ist. Wir stellen jetzt die beiden pneumatischen Wannen nebeneinander. In der linken befindet sich jetzt das heiße Wasser, in der rechten das kalte. Wir nehmen nun den mit Aceton gefüllten Beutel und tauchen ihn zunächst in die mit heißem Wasser gefüllte Wanne. Nach kurzer Zeit in dem heißen Bad kann man bereits eine Reaktion ausmachen. Der Beutel bläht sich auf. Um den Beutelinhalt wieder abzukühlen, tauchen wir diesen in das kalte Wasser. Nach kurzem Warten ist zu beobachten, dass sich der Beutel wieder zusammenzieht. Der letzte Schritt dieses Experiments besteht darin, den Beutel wieder zu öffnen und dessen Inhalt erneut in den Standzylinder zu schütten. Wir bestimmen nun das Volumen des Acetons nach dem Versuch. Unverändert liegen 5 ml Aceton vor. Liegt ein Stoff im flüssigen Zustand vor, so liegen die Teilchen durch ihre gegenseitigen Anziehungskräfte relativ dicht nebeneinander. Sie sind aber dennoch beweglich und nehmen keinen festen Platz ein, sodass sie gegeneinander verschiebbar sind. Daher nehmen Flüssigkeiten auch jeden Raum ein, den man ihnen anbietet. Eine Temperaturerhöhung bedeutet für die Teilchen, dass sie sich immer stärker bewegen. Somit werden auch die Abstände zwischen ihnen größer. Sobald die Siedetemperatur erreicht ist, liegt der Stoff im gasförmigen Zustand vor. Den Übergang der Teilchen vom flüssigen zum gasförmigen Aggregatzustand nennt man Verdampfen. Die Teilchen bewegen sich nun regellos und wesentlich schneller als im flüssigen Zustand. Durch die ebenfalls steigenden Abstände zwischen den Teilchen verteilt sich das Gas im ganzen Raum, der ihm zur Verfügung steht, was im Experiment zur Folge hat, dass sich der Beutel aufbläht. Verringert man die Temperatur nun wieder, bedeutet das, dass die Teilchen sich jetzt wieder langsamer bewegen. Die Abstände zwischen ihnen werden wieder geringer und sie liegen wieder dichter nebeneinander. Das bedeutet also, dass der Stoff nun wieder im flüssigen Zustand vorliegt. Den Übergang vom gasförmigen zum flüssigen Aggregatzustand nennt man Kondensieren. In Bezug auf die beschlagenen Brillengläser heißt das, dass sich Wasserdampf, der zum Beispiel beim Kochen entsteht, an den kalten Brillengläsern abkühlt. Er kondensiert auf den Gläsern und darauf befindet sich nun flüssiges Wasser. Die Gläser sind beschlagen.